Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Energiewende ist mehr als eine Stromwende. Manchmal kommt das in der öffentlichen Debatte etwas zu kurz. Denn die Wärme hat einen ganz erheblichen Anteil daran, und zwar im deutschen Endenergieverbrauch von 35%. Und die Wärmeerzeugung verursacht ca. 30% der deutschen Treibhausgasemissionen. Das zeigt ganz deutlich, wir müssen die Anstrengungen bei der Wärmewende erhöhen. Man könnte aber meinen, dass bei den Beiträgen von CDU und FDP diese Erkenntnis eben noch nicht angekommen ist. Denn sie wollen die Energieeinsparverordnung aussetzen, statt Anreize für mehr Effizienz zu schaffen. Und dann muss ich einmal zurückgucken auf unsere Anhörung, die wir zu dem Thema hatten. Kein einziger Experte hat die Kernforderung des Antrags unterstützt, die Energieeinsparverordnung für 3 Jahre auszusetzen. Kein einziger Experte, auch nicht Ihre Experten. Sie haben ganz im Gegenteil andere Sachen gesagt. Sie haben beispielsweise gesagt, dass eben die EU hohe Maßstäbe setzt, beispielsweise für Nichtwohngebäude ab 2019 und für Wohngebäude ab 2022 Niedrigstenergiestandard anzusehen. Und diesen EU-Maßstäben können wir uns natürlich richtigerweise nicht einfach so entziehen. Weitere Aussagen waren beispielsweise auch von der Architektenkammer, die ja eben auch von Ihnen zitiert wurde, dass der Markt mittlerweile sich auf die Energieeinsparverordnung eingestellt hat und dass es Quatsch wäre, dahinter zurückzufallen, dass längst so gebaut wird. Und dann frage ich mich wirklich, und das ärgert mich maßlos, wofür machen wir eine Anhörung, wenn Sie trotz einhelliger Meinung aller Expertinnen kein bisschen an Ihrem Antrag ändern? Ich finde, das ist ein taktisches Zeitspiel, was Sie auch auf unserem Rücken hier ausführen. Und ich finde das einfach, dass wir so nicht miteinander umgehen sollten, sondern Sie sollten dann wirklich auch Änderungen machen. Und das finde ich einfach traurig. Sie bleiben dabei, Sie wollen zurück in die Vergangenheit. Aber ich muss Ihnen da eins sagen, mit einer Rolle rückwärts in die Vergangenheit löst man eben nicht die Probleme der Zukunft. Und damit ist leider nicht genug. Sie machen die Energieeffizienzanforderungen dann auch noch zum Sündenbock für Wohnraummangel und Explosion der Mieten in den Städten. Und das haben wir ja eben auch gehört. Dabei haben auch da Experten in der Anhörung ganz klare Aussagen getroffen. Denn die Energieeffizienzanforderungen haben mit diesem Problem kaum etwas zu tun. Zwei Experten beispielsweise haben ganz klar dazu gesagt, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung zu einer 3-prozentigen Baukostensteigerung beitragen. Ja, sie tun das, aber eben in diesem Umfang, wenn man eben die gesamten Gestehungskosten betrachtet und eine Preisbereinigung vornimmt. Die Kosten für Bauland haben sich hingegen seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Und die Aussetzung der Energieeinsparverordnung ist also nicht der geeignete Hebel, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und auch sehr eindrucksvoll waren, ich meine, das wäre ja schön, wenn Sie sich dann auch auf Daten und Fakten einfach mal beziehen würden. Ich fand es sehr spannend, eine Untersuchung, die in Hamburg an realen Projekten ganz klar gezeigt hat, dass es keinen Kostenunterschied zwischen den unterschiedlichen Energiestandards gibt, bis hin zu Passivhäusern, die zum Teil günstiger gebaut werden können als zum aktuellen Standard oder vorherigen Bauten. Und da muss man ganz klar sagen, warum steigen eben die Mieten in den Städten wegen hoher Nachfrage, falschem Angebot und schlechter Politik? Statt mehr und mehr Luxuswohnungen brauchen wir bezahlbare Wohnungen. Und wie Sie das erreichen wollen, darauf geben Sie hier keinerlei Antwort. Und es ist Ihnen dann auch noch nicht schade genug, das Märchen vom Schimmel hier zu wiederholen. Also ich finde das wirklich unglaublich, dass Sie wirklich Beispiele immer wieder hervorbringen, obwohl sie widerlegt sind. Auch in der Anhörung hat die Verbraucherzentrale gesagt, bei ordentliche Sanierung beheben Schimmelprobleme, sie verursachen sie nicht, sondern sie beheben sie. Und wenn wir da zum Thema zurückgehen wollen, dass es um mehr Energieeffizienz geht, dann brauchen wir eine Vereinheitlichung, eine Vereinfachung der aktuellen Regelungen. Ja, das ist eben das, was wir ganz konkret in unserem Antrag auch fordern. Das von Ihnen vorgeschlagene Moratorium der Energieeinsparverordnung ist eben für keine der Herausforderungen der Wohnungspolitik auch nur ein Ansatz einer Lösung. Ziel muss es vielmehr sein, möglichst schnell ein praktisch handhabbares und trotzdem ambitioniertes Gebäudeenergiegesetz zu verabschieden. Und daher ganz zum Schluss noch mal mein Appell: Nehmen Sie so eindeutige Ergebnisse von Anhörungen ernst, wie wir alle es hier auch verdient hätten. Nehmen Sie Abstand von Ihrem geforderten Moratorium, Ihrem Antrag, und fangen Sie stattdessen an, zukunftsorientierte Wohnungs- und Energiepolitik zu machen. Herzlichen Dank.